Hallo, Stefan Pietrick hier und willkommen zum neuen Song-Tutorial Geiler ist schon von Marius Müller-Westernhagen. Geiler ist schon ist einer meiner Favoriten von Marius Müller-Westernhagen und ich habe den Song auch schon ziemlich lang auf meiner Tutorial-Liste, wusste aber bisher nie so genau, wie ich den in ein sinnvolles Tutorial verpacken soll. Denn viele von euch spielen das Lied ja schon, meist aber mit einem einfachen Schrummelrhythmus, der, wie ich finde, dem Song nicht so wirklich gerecht wird. Als Anfänger natürlich, da macht es Sinn, das Lied genauso zu spielen. Für ein Video-Tutorial wollte ich aber so ein bisschen was Spezielleres. Gib dem Video eine Chance, gib ihm ein Like, schreib was in die Kommentare und abonniere meinen Kanal. Ich gehe jetzt einfach mal eine Strophe Takt für Takt durch. Und im Endeffekt ist es auch nicht viel mehr, denn diese Strophe wird dann einfach drei oder, wenn man das Solo dazu nimmt, viermal wiederholt. Geiler ist schon beginnt, wie die meisten Songs, mit einem Intro und dieses besteht aus vier Takten D-Dur. Auf die Zählzeit 1 schlägst du die D- und die G-Seite an, die leere G-Seite, hebst zuvor vom D-Dur den Zeigefinger weg und hämmerst dann auf die Zählzeit 1 und mit dem Zeigefinger auf den zweiten Bund der G-Seite. Auf die Zählzeit 2 schlägst du dann die G- und die B-Seite an und auf die Zählzeit 2 und mit einem Aufschlag die E- und die B-Seite. Bis dahin noch einmal. Auf die Zählzeit 3 hältst du den zuletzt angeschlagenen Ton, auf die Zählzeit 3 und die B-Seite, auf die Zählzeit 4 die G-Seite und auf die Zählzeit 4 und noch einmal die E- und B-Seite mit einem Aufschlag. Den kompletten Takt. Das Ganze, wie gesagt, im Intro viermal hintereinander. In der Strophe geht es dann genauso weiter, wieder zwei Takte D-Dur, genauso gespielt. Dann folgt ein Takt G-Dur. Hier schlägst du zuerst die E-Seite an, die tiefe E-Seite, danach die G-Seite, die D-Seite und dann wieder die helle E-Seite und die B-Seite. Hier hältst du auch den zuletzt angeschlagenen Ton, schlägst dann wieder die G-Seite an, D und die helle E-Seite und B-Seite mit einem Aufschlag. Diesen Takt noch einmal. Danach folgt wieder ein D-Dur. Die ersten vier Takte im Zusammenhang. Danach folgt wieder ein G-Dur. Und ein E-Dur, bei dem du die gleichen Saiten anschlägst wie beim G-Dur. Und ein E7,
einfach den kleinen Finger auf den dritten Bund der B-Saite und wieder die gleichen Saiten anschlagen. Danach ein A-Dur. Auch hier schlägst du die gleichen Saiten an, nur als Basston, also als ersten Ton die A-Saite. Und gleich noch ein Takt A-Dur hinterher. Die letzten vier Takte E-Dur, E7 und zwei Takte A noch einmal im Zusammenhang. Danach wieder ein D-Dur, so wie du es kennst. Und ein C-Dur. Hier schlägst du wieder die gleichen Saiten an wie bei A-Dur. Und ein G-Dur. Und zum Abschluss der Strophe vier Takte D-Dur. Einmal die Strophe komplett für dich langsam zum Mitspielen. Das war's von mir zu Geiler ist schon von Marius Müller-Westernhagen. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Ciao.